Ich kann euch das komplette Geheimnis von diesem Video um die Entwicklung unseres sagenumwogenen Wasserstoffmotors lüften. Interessant, ne? Wieder so einen richtig schönen Motor zum Spielen. Projekt von der Deutschen Bahn. Jetzt ist sexy. Mann, roll die ins Bild! Roll die Flasche ins Bild! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Zunächst aber erstmal vorab die ganze Geschichte dazu. Im Herbst 2021 kontaktierte mich die Firma wettertechnik.de, ob wir Interesse da haben, einen Wasserstoffmotor zu entwickeln. Ich habe das erstmal so als Spinnerei abgetan oder so. Ich wusste auch gar nicht, um was für eine Firma es geht. Aber im Endeffekt hat sich eben halt herausgestellt, dass es sich darum handelt, dass wohl zurzeit noch in sämtlichen Tunneln diese großen Lüfter, die da drunter hängen, habt ihr garantiert schon gesehen, wenn ihr mal durch einen Autobahntunnel oder so gefahren seid, dass da oben diese Lüfter hängen. Und zwar werden die noch mit Strom angetrieben. Was heißt noch mit Strom angetrieben? Alles wird mit Strom angetrieben und jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück zum Verbrennungsmotor. Das finde ich sehr interessant. Ne? Nichtsdestotrotz ging es wohl darum, dass es wohl auch Eisenbahntunnel gibt, die so ziemlich weit ab vom Schuss sind. So, da hat man dann eben quasi am Anfang oder am Ende des Tunnels ein großes Stromaggregat hingestellt und hat dann eben dicke, fette Kabelleitungen gelegt und hat dann diese Tunnellüftermotoren elektrisch damit betrieben. Von dieser Sache will man wohl zurück, weil es wohl irgendwie zu kompliziert und zu aufwendig und auch zu teuer ist. Und man will jetzt hergehen und will so einen kompletten Lüfter bauen mit einem Verbrennungsmotor vorne den Propeller dran und möchte den dann eben halt mit einem Kraftstofftank, der am Ende oder Anfang des Tunnels steht, betreiben. Jetzt war die Frage, mit was für einen Kraftstoff betreiben wir denn? Und da gab es auch im Vorfeld ein Auswahlverfahren und da kam dann eben halt Wasserstoff bei raus. Die möchten die großen Tunnellüfter mit Wasserstoff betreiben. Es handelt sich dabei um ein relativ großes Projekt von der Deutschen Bahn. Und die Firma Wettertechnik ist wohl dazu ausgewählt worden, weil es wohl ein sehr, sehr seriöses, zuverlässiges Unternehmen ist, aber eigentlich da auch gar nicht so ganz firmen drin ist, weil die machen ja eigentlich, wie ihr das auf der Webseite von wettertechnik.de sehen könnt, eigentlich so Lösungen für Bergwerkstunnel, Tore, Türe und so weiter und hatten eigentlich so mit Lüfteranlagen nichts zu tun. Nichtsdestotrotz sind die mit diesem Auftrag vertraut worden und sollten eben halt einen Prototypen dafür entwickeln. Jetzt haben die sich überlegt, wie können wir denn das alles machen? Wir fangen mal irgendwie mit einem Stromaggregat an und betreiben das mit Wasserstoff, aber die haben natürlich keine Ahnung gehabt. So. Und dann kamen natürlich wir ins Spiel. Die haben sich wohl schlau gemacht, welche Firma in Gemischaufbereitung von Gasmotoren wohl so führend ist. Und da sind wir natürlich ausgewählt worden, was uns natürlich total gefreut hat. Als allererstes ist uns dann angeliefert worden ein Stromaggregat, welches daraus bestand, ein alter Ford-Motor, ein alter Ford-OAV-Motor, so ein Stationärmotor, so ein Vierzylinder 1,2 oder 1,3 Liter Hubraum mit einem dicken, fetten Stromaggregat davor und eine Heizung, sodass wir erstmal diesen Motor auf Wasserstoff irgendwie umbauen können und dann eben halt mit der Heizung Last auf diesen Motor geben können, um zu gucken, wie sich das so verhält. Ne? Ja, ich lache deswegen, weil Dom und ich haben uns bald eingeschissen. Das ärgert mich so ein klein bisschen, dass wir das nicht gefilmt haben, so oft wie wir uns erschrocken haben. Ne? Flüssiggas oder Erdgas oder sonst irgendwas in so einem Motor machen, ist das für uns grundsätzlich kein Problem. Bei dem Wasserstoff waren wir ziemlich überrascht, weil wir grundsätzlich Backfire hatten. Wir haben uns überlegt, warum knallt denn das immer da aus dem Auspuff, aus dem Vergaser, und die Stichflammen kommen da oben raus und alles. Ne? Telefon mal eben kurz auf still machen. Naja, es ist halt so, es war ein alter OAV-Motor, die Entwicklung so aus den 30er Jahren ungefähr, und da war so ein alter Fallstromvergaser drauf. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann kannst du da einfach hergehen für die erste Versuchsperiode, sag ich mal. Die wollen ja nur sehen, dass der irgendwie auf Wasserstoff gescheit läuft. Das kriegen wir schon hin. Bau den mal einfach um wie normal. Ne? Ja, hat auch funktioniert. Bis auf das es dann ständig geknallt hat und wir
Oh Gott, das war eine Geschichte. Jetzt haben wir uns überlegt, warum ist denn das so? Wir haben doch nur einen normalen gasförmigen Kraftstoff, ne? Naja, ganz klar im Endeffekt. Wir haben einen Fallstromvergaser und da haben wir eben halt eine Methuriregen oben drauf gebaut, einen Verdampfer reingebaut, alles gut und schön. Was wir aber nicht berechnet hatten bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass Wasserstoff natürlich viel, viel leichter als Luft ist und natürlich nach oben steigt. Ne? So führt es dann natürlich dazu, wenn wir dann so einen uralten Motor auch haben, der gar nicht so ganz doll besonders dicht ist und keinen perfekten, permanenten Luftstrom hat, führt das eben halt dazu, wenn der Kraftstoff immer wieder in einer Strömungsschwingungspause quasi, der Kraftstoff wieder nach oben steckt, das ist eine Backfire, ne? Dann entzündet sich der Kraftstoff immer in den Ansaugtrakt und es knallt. Ja, das war eine Überraschung für uns. Aber nichtsdestotrotz, erste Phase war dieser Stromaggregat, zweite Phase, das funktionierte einigermaßen, gar nicht so besonders toll. Als zweite Phase wurde uns dann auch dieser Stromaggregatmotor mit diesem Fallstromvergaser angeliefert und lange Kardanwelle unten ein großes Lüftergebläse war da schon drauf. Und da haben wir uns natürlich dann dran versucht und haben gefummelt und gemacht und eingestellt und hier noch Schlauch irgendwie anders und so weiter und so fort. Ne? Es sollte in diesem Stadium eigentlich nur bewiesen werden, dass dieser Motor mit Wasserstoff läuft und dass der Lüfter funktioniert. Das war relativ einfach. Das haben wir auch gut hingekriegt. Das ist dann im Januar, Anfang Januar ist es dann vorgeführt worden. Der Auftraggeber, soweit ich weiß, ist die Deutsche Bahn und da wurden dann Ingenieure eingeladen und auch der TÜV und so weiter und so fort. Und da wurde dieser Motor vorgeführt und der lief ganz, ganz fantastisch. Die sind da alle rumgelaufen mit Temperatursensoren und haben sich dann gefreut, dass der Motor so wundervoll seidenweich auf Wasserstoff lief und so weiter und so fort. Ne? War gar nicht so einfach aus einem pissbunten Kochtopf zu machen, ne? Aber es war zufriedenstellend und die Firma Wettertechnik hat somit den Auftrag bekommen. So. Stand jetzt der Dinge ist, wir haben uns, beziehungsweise es wurde, man hat sich jetzt entschieden, einen ganz, ganz leistungsstarken, beziehungsweise dafür ausreichend leistungsstarken, sehr, sehr gängigen, gut zu überholenden und technisch relativ einfachen Motor noch zu verwenden. Und zwar ist man dann auf den Serienmotor von einem Golf 4 gekommen, dass man einen 2 Liter 115 PS, was hat er da, glaube ich, 85 kW Motor vom Golf 4 nimmt, den als Stationärmotor umbaut. Nagel baute eine sequentielle Anlage drauf, womit der Motor dann mit Wasserstoff betrieben wird. Und dann kann der natürlich immer in einem Lüfter ordentlich zuverlässig laufen. Man hat dann quasi nicht mehr, ihr müsst euch vorstellen, Berg, Tunnel, Stromaggregat, elektrische Leitungen, Sicherungsequipment und so weiter und so fort, umspannen, Krams, was man nicht alles braucht, sondern man hat nur einfach am Anfang des Tunnels die Gaskraftstoffversorgung stehen, also Wasserstoff stehen, hat nur die Kraftstoffleitung zu diesem Verbrennungsmotor. Ja, und wenn dann die Stundenzeit abgelaufen ist, zieht man den von der Decke runter, man kann den Motor überholen und hängt die ganze Peripherie dann wieder drunter. So, das ist jetzt Plan der Sache. Jetzt haben wir schon angeliefert gekriegt den ersten 2 Liter Golfmotor und sollen da schon die erste sequentielle Anlage drauf bauen. Und das freut mich natürlich total, dass ihr dabei seid und dass ihr euch das von vorne bis hinten angucken könnt. Ne? Ich gebe ja zu, in Bezug auf Wasserstoffentwicklung und so weiter und so fort, ist das natürlich gar nicht so ganz spektakulär, wie es sich zuerst angehört hat, ja auch in dem ersten Video. Sondern es ist einfach eigentlich im Prinzip einen Motor auf Wasserstoff oder auf, beziehungsweise auf Gas umzurüsten. Fertig, aus. Mehr ist es im Prinzip nicht. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich es wirklich interessant, euch zu zeigen und für euch wahrscheinlich auch interessant zu gucken, weil wir einmal einen Motor komplett als Lehrobjekt quasi, Motor, Einspritzanlage, Benzinsteuergerät, Lambda-Regelungstechnik, OBD-Anerkennung und so, OBD-Schnittstelle und sowas alles, da stehen haben, den wir dann quasi umrüsten und es euch dann ohne diesen ganzen Kram Auto und Kotflügel und was nicht alles, Firewall und sowas alles, euch genau zeigen zu können, wie es funktioniert, wie es angeschlossen wird, wie es getaktet wird und so weiter und so fort, Nummer 1. Und B, können wir euch dann beweisen, dass quasi jeder gasförmige Kraftstoff, egal ob das Flüssiggas, Erdgas oder Wasserstoff oder wie auch immer, Methan ist ja Erdgas irgendwie, ganz, ganz fantastisch funktioniert und natürlich auch so die Technik dahinter. Ja, so viel eigentlich im Prinzip dazu. Erster Motor läuft komplett ohne Last, bauen wir erstmal die Peripherie. Danach zeigen wir euch, wie wir
die ganze komplette Lüftungsanlage. Da kommt ein riesen Lüfter angeliefert. Der soll in der Windleistung 50 kW soll der Motor erzeugen. Funktioniert ja ganz gut. Haben wir noch genug Reserve. Wenn der Motor 81 kW oder 85 kW auf Benzin leistet, werden wir das ja wohl hinkriegen, dass der ganz ordentlich, sauber und zuverlässig 50 kW so einen Lüfter antreiben kann. Der wird dann angeliefert und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und euch die ganze Sache mit uns anguckt und unsere, vielleicht kriegen wir noch ein paar Kniffe, ein paar Tricks von euch und so weiter und so fort. Ich finde, dafür ist YouTube da und Dankeschön, dass ihr dabei seid. Lasst ein Abo da. Vielen, vielen Dank. So, was ist los? Wolltest du jetzt den VW-Motor mal zeigen? Hi. Hallo. Ja, haben wir uns schnell gebaut, ne? Ja, haben wir uns selber noch nicht so richtig angeguckt, das Ding, ne? Hier ist die Motorsteuerung. Macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck wie das Gerät, was wir am Anfang hatten, ne? Oder? An dem Gerät ging ja das schiebbare Ding. Ja, richtig, aber mit Fallstromvergaser und was nicht alles und eine Venturi-Anlage und so, das war schon ein bisschen tricky, ne? Ja. Aber damit kann man schon ein bisschen besser arbeiten, gehe ich mal von aus, ne? Ja. Ja, was haben wir denn hier gebaut? Wir haben uns das selber noch gar nicht so richtig angeguckt. Wettertechnik hat den Motor angeliefert, irgendwie vorgestern im strömenden Regen und nur dieses Krams gebaut. Werden wir jetzt erstmal ausladen und uns genau angucken auf Benzin, das haben sie schön gemacht, da haben sie schön Benzintank unten reingebaut, zum Probelaufen lassen. Ja, ist ein 2 Liter Golfmotor, wie er im Golf, keine Ahnung, GTI irgendwie so verbaut worden ist. Ne? Was für ein Motorkennbuchstabe ist das überhaupt? Weißt du das? Das kommt gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Ich wusste schon mal. Aber hier oben steht's drauf. Interessant, ne? Wieder so einen richtig schönen Motor zum Spielen. Ah ja, Y ist das. Was? AQY. AQY-Motor, ja genau. Ja, und der soll dann serienmäßig in diese 25-Tunnel-Lüfter reingebaut werden. Und ist dann eben halt gut zum... Anni, ist gerade angekommen, hol dir erstmal einen Kaffee. Soll ich Kaffee machen, oder? Was? Oder was wolltest du? Für dich? Ich soll mir einen Kaffee machen? Ja, natürlich, ich hab noch einen. Der hat Dome mir gemacht und sogar umgerührt. Warum hast du mir keinen gemacht? Weil du noch nicht da warst. Ich hab mich lieb. Nicht alle lieb. Sie kriegt gleich einen Kaffee, dann wird sie ruhiger, glaube ich. Ja, hier, okay, eine schöne, gescheite Steuergeteilterung werden wir noch bauen. Diese Kabelbinder-Sache ist ja nicht so ganz toll. Aber cool, hier haben wir einen Starter. Ich drücke jetzt. Passt das Steuergeräthalter vom Prinz auch an, das gleiche Steuergerät. Ja, genau, machen wir auch. Ja, vom Gehäuse her dasselbe, ne? Ja, wird eine interessante Geschichte. Schauen wir uns mal an. Wasserstoffflasche haben wir uns auch wieder hingelegt. Ja, Druckminderer werden wir nicht mehr brauchen, weil wir hier ganz, ganz anders agieren. Das war ja vorher nur dieses Prototypen-Geschehen, wo wir quasi mit einem Druckminderer auf einen Verdampfer gegangen sind. Auf 10 Bar sind wir gegangen. Ne? Und hier machen wir es anders. Hier werden wir einen Erdgasdruckminderer verwenden, wo wir direkt von der Wasserstoffflasche mit 200 Bar auf den Druckminderer gehen. Ja, so viel nun mal dazu. Wir laufen hier nochmal rum, könnt ihr euch nochmal angucken, könnt mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wir dürfen Gott sei Dank jetzt endlich euch mit allem versorgen und dürfen euch komplett bei dieser ganzen Geschichte mit dabei haben. Und das schöne Explosionsvideos und so. Was? Richtig schöne Explosionsvideos. Naja, jetzt hier nicht mehr. Sequential ist ja alles viel einfacher. Das war ja bei diesem uralten Venturi-Motor. Das ist ja immer gescheppert, ne? Ja, ja. Mich ärgert das ja nur. Ich habe schon im Video gesagt, mich ärgert das nur, dass das nicht aufgenommen war. Das ist ja bestimmt ein cooler, lustiger Frame geworden. Wir durften ja halt nicht. Wenn wir ewig so Bounce, Bounce und so blöden Gesichter dabei und so, ne? Die sind auch so schon blöd, aber... Den hätte ich jetzt aber mit reinschneiden können. Ja. Aber es ist eben halt, wenn so Pleiten, Pech und Pannengeschichte, ist das immer so ärgerlich allgemein. Dann will man die nicht filmen, was immer alles blöd ist und alles nicht so funktioniert. Aber im Endeffekt ärgert man sich, dass man diese Sachen, wenn es nachher dann doch hinhaut, nicht zeigen kann, ne? Weil es ja lustig ist halt. Ne? Lustig! Kein Auspuff dran, ne? Gut Sound, ne? Bauen wir alles dran. Lambda-Regelung haben wir dran, Motorsteuergerät haben wir dran, Lichtmaschine, alles müsste dran sein. Ladespannung haben wir, Motorsteuergerät, OBD-Schnittstelle, da können wir richtig schön das Ding auf Wasserstoff laufen lassen, Lambda-Regeln, schöne Kennfelder schreiben und so weiter und so fort. Geil, 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 geil. Ist wie gesagt jetzt nur die erste sequentielle Prototypenreihe. Die zweite kommt dann wie gesagt wieder mit großen Lüfter und direkt mit Kardanwelle. Nach vorne. Ja, den nochmal. Auf Erdgas. Genau. Genau. Der kommt auf Wasserstoff, der andere kommt auf Erdgas. Dann kommt die Präferie komplett mit dem großen Lüfter. Und ja, wird eine interessante Geschichte. Erdgas und LPG. Propan, Erdgas, Wasserstoff, alles. Aber der Kraftstoff
Wasserstoff ist genehmigt. Darauf sollen die jetzt erstmal laufen. Aber die wollen, wie gesagt, dass der Motor mit allen Kraftstoffen läuft. Ne? Ja, SLK ist immer noch nicht so ganz fertig zusammengebaut. Du wartest schon darauf, auf heißen Kohlen den fertig zu machen. Ne? Richtig schön sauber zu machen. Da gibt es dann auch mal extra Anni-Action-Saubermach-Videos. Ne? Süßi? So machen wir das. Gut. Wollen wir mal sehen, kriegen wir hin. Ihr seid dabei und freut euch auf die nächsten Videos von diesem wundervollen Projekt. Ja.